Grüß und herzlich willkommen auf der Waschensau. Ja, heute gehen wir wieder düngen im neuen Gebiet. Das Lenkrad habe ich momentan nicht aktiviert. Oh, du merkst schon. Quent bin ich nicht, aber dass das so schnell geht. Und zurückdenken ist normal auch nicht so. Appala. Denk. Höchste Geschwindigkeit. Genau. Ist schon mehr anders. Passt. Wenn wir jetzt ein Flüssigding, wenn wir zwei Missionen zu machen, brauchen wir jetzt ungefähr 41.000 Euro, damit wir wie soll ich sagen, damit wir unsere Felder einsammeln können. Wir haben keinen Ladewagen. Leider. Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen Geld machen. Beziehungsweise schauen wir, dass wir dann einmal unser Feld ernten, unser Kuckucksfeld. Haben wir ja, da werden wir uns einen Häcksler mieten müssen. Genau, ja, die Wallichen, wir wieder bei der letzten Folge ein paar gefragt haben, wann sie zum Donut kommen. Ich kann es euch leider nicht sagen. Ja, wir sind selber noch am Testen, am Bauen. Genau. So, aber ich sag's euch, ohne Lenkrad ist das Katastrophe eigentlich. Ich muss jetzt einfach ohne Lenkrad, wenn man einfach die aufbauen wieder, für mich momentan zu stressig und so. Ich bin zu faul, gell? Nein, ich bin jetzt wirklich zu faul zum Aufbauen fürs Lenkrad, die Seitenkonsole, alles wieder alles ausstecken. Fahrkomfort und LS, das ist was ganz anderes, aber. Ja. Ich komme gerade vom Server runter, bin ja auch ohne Lenkrad gefahren, was fällt, fahre halt komplett anders. Gut, natürlich Server-Einstellung und das Ganze ist wieder was ganz anderes. So, jetzt fahren wir da oben. Und dann rechts, Feld 20 und Feld 11 sind die Düngemissionen, sind ca. 2000 Euro oder sagen wir 1700-1800 Euro, was wir da kriegen. Hätte ich eigentlich eine Menge, man muss umrechnen, aber so ist das. Wir brauchen eh das Geld auf jeden Fall. Ein Traktor, wenn man jetzt auch gerade kauft. Pivo, schauen wir mal. Vielleicht könnten wir uns den Traktor kaufen, was wir jetzt fahren. Und kaufen uns dann oder fahren wir noch weiter. Schauen wir mal, ja. Wir wissen jetzt für 25, ich glaube, das war da ganz um und da ist ein Raps genommen. Genau. So ist es. Ah, schaut schon geil. Schon gut aus. Das neue Gebiet, muss ich schon sagen. Upala. Schauen wir, dass wir jetzt auf einfach die Geschwindigkeit gut machen. Ich kann nicht viel tun, wenn ich jetzt. Also bin ich ja nicht. Wenn ich jetzt ohne Tastatur spiele, bin ich so und so aufgeschmissen. So. Sollte eigentlich auch so gehen. Genau. Machen wir das Beste draus. Genau. Das passt eh. 12 km ist relativ realistisch. Natürlich, wenn es 8 sind, war es nicht realistischer mit vorne jetzt wieder. Schaut da fast eigentlich cooler aus. Schaut zwar sehr langsam aus.
aber so zwischen 6 und 12 km/h fahren wir echt. Mit der Feldspritze, genau. Ja, was gibt's so nicht? Ja, Walchen, ein paar Sachen haben wir wieder geändert. Aber ich kann wirklich nicht zurück, weil einfach die Zeit, ja, ich muss verstehen. Die Map, ich sehe jetzt die Map jetzt nur ausgebaut, ich sehe jetzt nämlich nicht, was zu machen ist. Wenn jetzt zum Beispiel 2-stündige Zivilarbeit ist, ist das für euch gar nichts. Ihr habt keine Ahnung, was da zum tun ist oder das oder tut. Und das ist einfach ein Zeitaufwand, den muss man immer unterschätzt. Und darum will ich auch gar nicht sagen, okay, das und das. Oder zu den und den Daten werden wir das Ganze releasen. Das ist einfach so momentan nicht der Fall. Ich sage eigentlich jetzt gar nichts mehr dazu. Auf jeden Fall, ich will sagen, hey, nächste Woche, wir testen uns dann eine Woche und nächste Woche werden wir es dann releasen. Trailer habe ich ja schon alles fertig geschnitten. Und ja. Da kriegt es auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid von meiner Seite aus. Genau. Geasset. Ich habe gefasst, dass ich hier Kultur von. Genau, die Fehler braucht sich nicht irritieren lassen. Die sind behoben oder auch nicht. Im Sinne bei der nächsten Version, was, also ich habe nicht die aktuelle Version, das müsst ihr auch denken. Ich habe nur die Version, die ist jetzt vom Jänner. Mitte Jänner ist die Version sowas circa. Ja. Da hat sich natürlich bis heute auch wieder einiges gemacht oder getan. Oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ja, so hat sich auf jeden Fall einiges verändert, geändert auf der Walchen. XML-technisch auf jeden Fall sehr viel. Dateimäßig auch noch und dort ein paar Sachen, da ein paar Sachen, ein paar Fahrfiles sind hinzugekommen, dort ein paar Sachen, ein kleine noch. Und das ist alles einfach, sind so Kleinigkeiten, die was mir als Laie gar nicht auffallen, sondern nur mir als Modder. Aber auch noch, wenn ich das gerade mache, sonst würde man das auch nicht so merken. Genau. So ist es. So, wenn wir es jetzt genau ausgenutzt hätten, müsste das, wäre das eigentlich auch fertig geworden. Aber ist ja wurscht, fahren wir es. Auch noch fertig, weil wir haben. Super. Ich liebe dieses Spiel. Am Server geht es und ich bin im Menü. Im Singleplayer leckt es wie ein Dreck. Ich kann mich gar nicht sagen, wie oft das ich mich beschwere. Oh, abschließen. Abschließen, genau. 937 und Dingen. Wo haben wir die zweite Ding? Missionen da. Genau, und dann haben wir nur mehr Ernten, oder? Und Ernten wollen wir echt so gar nicht so, da bin ich nicht so dahinter, beziehungsweise ich will nicht sagen, dass ich dahinter bin. Genau, jetzt glaubt er, passt. Mein Ernten, das ist wieder ein bisschen mehr Arbeitsaufwand, zu weniger Geld. Aber ich glaube, wir müssen den wirklich mal ausdrücken mit unserem Drescher, dass hätte ich das auszahlt auch. Ja, ich habe jetzt meinen Traktor gekauft. Und bin auch überlegen, ob ich die eine seine Grundstücke umverkaufe. Obwohl es eigentlich gern geholfen mich hat. Wegen der Arbeitsflächen hier einfach an. So, und da fahren wir da. Geh. Google Roads hier. Das ist mein Lenken, das taugt mir persönlich jetzt wirklich nicht. Aber die Folge, nächste Folge, nehmen wir zweite auf, nein, keine zweite mehr auf. Nächste Folge machen wir dann wieder mit Lenkrad. Aber das ist, ich glaube, es könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, 101, wenn ihr jetzt mit Lenkrad oder ohne fahre. Das ist schon eigentlich brutal. Am Server, das mit dem Vorfeld ist wieder ganz anders. Ja, komisch. Aber ja, was willst du tun? Ist einfach so. Kannst du ja nichts ändern.
Sogar von D-Strecken, genau. Sollte eigentlich passen, genau. Ernten, Ballenpressen, das interessiert mich gar nicht. So schnell wie kommen wir, genau. 1000 Euro, ja. Ich sehe nicht viel eigentlich. Aber das ist der zweit bis bei sowas, ist halt doppelt so einfach. Weil UVND ist wohl da. Genau. Wir werden jetzt dann, wenn wir fertig sind mit dem an, werden wir die Wiesenmann und die Oman. Die habe ich jetzt verkauft, sonst hätte ich mir den einen Traktor nicht kaufen müssen, weil das die brauche ich nicht. Genau, das haben wir. Was mich ganz komisch finde, auf 83 haben wir ja gemeinsam angebaut. Und hä? Weil, pass auf. Genau, die Stickel sind noch nicht bewachsen, die anderen schon. Das finde ich persönlich komplett ganz komisch. Das verstehe ich einfach logischerweise nicht. Was das jetzt für einen Zusammenhang hat im Sinne von den ganzen Bauten her. Ja. Die zum Spitz hat keine Trapezaufhängung. Mhm, genau. Also die eine oder andere von euch kennen eine Trapezaufhängung ist das, wenn du die Spritzen zum Beispiel, weil ich gerade das einfach nochmal ausschaue, hinten zum Beispiel wie ein Trapez, wie ein, wie sagt man, weißen Dreieck vorne, wäre das hinten genauso aufgehängt und dieses Dreieck wäre innen in der Spitze gelagert, dass es eigentlich nicht so wie einen kleinen Hangausgleich hätte. Sonst auch ein bisschen schief spritzen. Beziehungsweise die Spritze wird dann, wenn es ein bisschen schiefer wäre, der Bord, die Steigung wieder gerade ausschwenken, so 3 bis 10 Grad, genau. Das wäre eigentlich der Vorteil bei einer Trapezaufhängung. Dass es dann nochmal extra gefedert gelagert ist, so am Hangausgleich. Das heißt, natürlich gibt es sogar wieder bei verschiedenen Geräten. Zweimal, genau, zweimal, wenn man da vorne ist, auch relativ langes Feld eigentlich. Ja, genau. Ich freue mich schon eigentlich auf Walchen Multiplayer-Projekt mit dem Seasons Mod, da werden wir schon viel Gas geben. Da werden wir uns dann den Unterberger Hof kaufen. Da ist eine große Halle jetzt noch dazu können. Ja, das ist die Frage wieder. In der BDA-Anpassung, sind wir da dann, bin mir nicht sicher, ob ich das noch mache. Weil auf der einen Seite schaust du eh nicht so viel nach, auf der BDA, auf der anderen Seite wieder schon. Ja, das ist immer so unterschiedlich. Aber ja, kannst auch nichts tun. Genau, so ist es. Genau, einmal runterfahren und dann haben wir das auch schon wieder fertig. So ist es, genau, Ellerbach Server. Bin ich auch gerade ein bisschen am Verzweifeln, weil einfach nichts aufgeht, ja. Ich habe jetzt, sagen wir, am zweiten Tag, dritten Tag gearbeitet und jetzt haben wir den sechsten. Und das ist jetzt zwei Tage schon im gepflanzten Stadion. Und jetzt fängt dann der Frühling an, sprich, ich glaube, am zweiten von sechs Tagen habe ich gearbeitet. Und jetzt ist dann schon der sechste Tag und jetzt bin ich dann schon langsam zweifeln, ob das mit Season eigentlich eh funktioniert oder passt. Schauen wir mal. Ich gehe eigentlich früher frei, ich habe jetzt gestern und heute umgerechnet fast 75.000 Euro oder ich glaube 76.000 waren es genau Missionen gemacht, weil man eigentlich viel Geld angeht, weil ich bin der mit dem großen Lohndrescher und der Lohndrescher kostet 400.000 und diese 400.000 Euro bei Kreditschulden und ich habe 1,6 Millionen Euro Förder gekauft, ja, und da ist halt viel für die Förder aufgegangen. Dann das ganze Düngen, Kalken und was ich nur alles gemacht habe. Da
ist halt relativ viel Geld in die Flöten gegangen. Dann Traktoren, Geräte habe ich auch viel gekauft. Oder relativ viel Düngerspritze, Düngerspritzen, relativ viel Kalk habe ich auch gekauft. Dann auch Mist, Spritzmittel und Kalk und Dünger werfen verkaufen müssen. Jetzt habe ich euch wieder relativ viel Maschinen zum Warten gehabt. Dann was habe ich noch gehabt? Jetzt habe ich mir am 17.000 Euro einen Flachbetthänger gekauft und mit denen habe ich jetzt Missionen gemacht. Genau, weil mit denen habe ich mir jetzt gekauft, dass ich mir die Transportmissionen machen kann. Und das ist wieder der Vorteil. Die kosten fast 2000 Euro oder bringen fast 2000 Euro die Missionen. Und wenn einmal 2000 Euro mit 10 macht, sind das 20.000 Euro. Und ich habe jetzt, glaube ich, heute schon allein 43.000 Euro mit Missionen gemacht. Da waren Düngermissionen, da war alles dabei. Und da hat sich das auf jeden Fall schon wieder rentiert. Und wenn ich dann Ballen oder was fahre, dann zahlt sich das auf jeden Fall aus. Genau. Das sagt man schon bei der Map. Genau. Das zum Beispiel, da bin ich mir nicht der Kerl fast schon so ein Bodenplatten hin. Aber ich weiß nicht, sollen wir das noch machen? Schreibt es ja gerne in die Kommentare. Ich bin da immer unschlüssig, tun wir es oder tun wir es nicht. Ja, das ist wieder die Frage. Genau. So, wir sind jetzt auch rechts fahren können. Ja, wie gesagt, ich habe nicht die aktuelle Version und bei den neuen sind schon wieder ein paar Objekte, Häuser, Hallen getauscht worden, sprich um Texturen zu sparen, um ein bisschen Abwechslung zum Reinbringen bzw. neue Gebäude einfach in die Map wieder zu integrieren. Genau. Also wir probieren immer unser Bestes, aber dafür brauchen wir unsere Zeit. Und wir wollen auch relativ ein gutes Ergebnis dann zum Schluss beim Map-Präsentation haben. Genau, da ist das Problem gewesen, das verstehe ich bis heute immer nicht. Beziehungsweise habe ich es vorher gesehen. Ah, guck raus. Da haben wir alles gemeinsam im Stream aufgebaut und da wächst nichts. Ich bin jetzt ohne Seasons, gell? Und da auch nicht. Und ich kann jetzt nicht Dünger oder was fahren, weil das ja das schon gedüngt ist und genau das da wieder auch nicht Dünger war. Und da müssen wir dann zum Ernten erfahren jetzt. Das werden wir dann mit dem neuen Traktor. Nein. Oh, wir müssen eigentlich auch gehen. Wir sollten mal schauen, ob wir einen Häcksler schon drin haben. So, genau. Ich fahre jetzt so links vorbei. Ist aber jetzt genug. Ja, ich ärgere das schon wieder. Naja, man ärgert sich halt schon wieder, dass man das Lenkrad nicht hat. Aber so ist es. So. Da wollen wir speichern. Speichern wird immer überbewertet. Nicht vergessen. Genau, und jetzt schauen wir, ob wir einen Häcksler schon drin haben. Genau. Was kostet der? Aufnahme lang. Das ist die Frage, für wo es gehört ist dann. Okay, man sieht das nicht viel Unterschied. Kostet aber mehr ein Tausender weniger. Aufnahme lang. Jetzt sollte man es fast schon. Er kostet 200 Euro, das ist ja das. Das ist besser, wenn man mitmacht. Dann steht er eh wieder, ne?
unnötig herum. Genau. 35 PS. Genau. Aber brauchen wir eh nicht. So, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich wieder gern über einen Like freuen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Haare der Pfiat, denk, Servus.